So, hallo, wir machen weiter bei Infernum und der Sariel ist auch wieder mit am Start. Wir haben uns gerade wieder spontan zusammengefunden, sodass wir wieder ein, zwei, drei Folgen, je nachdem, wir werden sehen, aufnehmen können. Was gut ist. So, und ich bin nicht im Bild. Jetzt. Immer noch nicht. Ah ne, falsche Taste. Wo ist denn das? Da. So, ich habe jetzt irgendeine gefixte Version bekommen. Irgendwas hast du jetzt verändert. Ich weiß aber nicht was. Ach, jetzt muss ich mich mal umbringen lassen. Das hat schon nicht funktioniert. Zack. Was hast du gesagt, machst du nebenher? Paletten oder was? Richtig. Ah. So, das haben wir ja schon letztes... Ach ja, ich musste diesen Maulwurf da unten ja eskortieren. Hm. Ah, das wäre, glaube ich, aber auch vom Maulwurf her nicht gegangen. Ich muss ja, wenn der Dings unten ist, muss ich da ja drüber rennen. Also, yeah! Ja, vom Maulwurf her wäre es gut gewesen, aber ich war nicht gut. Ja, du wirst Spaß haben in dem Hack. Nicht nur in dem Level, auch noch in vielen weiteren. Ich bin sehr gespannt, was du dir alles ausgedacht hast. Oh, ja, tschüss, Maulwurf. Krieg ich den... Nee, den krieg ich nicht mehr reingespawnt, ne? Oder kommt er wieder, wenn ich jetzt hier zurück... Nein. Also zu weit darf der auch nicht nach vorne preschen. Oh, ja, okay. Zack. Ich glaube, du hast dann schon den ersten Break gefunden. What? Dass man den Maulwurf wieder reinladen könnte. Ah, ich weiß nicht, ob das ein Break ist, weil es ist ja umständlich zurückzulaufen. Schneller ist es wahrscheinlich wirklich zu sterben. Go! Boah, ich krieg das nicht hin. Gerne. Okay. Ah ja. Aber ich glaube, wenn der einmal ausbricht, kann der nochmal ausbrechen? Weiß es nicht. Solange du den Maulwurf nicht tötest, kommt er immer wieder, auch wenn er in den Abgrund läuft. Ah, okay. Oh, dann könnte ich ihn vielleicht... Nee, wahrscheinlich nicht. Mit Scrollen wollte ich sagen holen, aber... Ich glaube nicht. Mit Scrollen geht das auch. Du Nein! Okay, jetzt können wir es mal testen. Stell dich. Ja. Wenn du jetzt nach rechts läufst, müsste er eigentlich spawnen, weil er eigentlich. Ich dachte, der Chuck hört auf, aber er hört nicht auf. Aber das jetzt? Nein, der. Ja. Naja, hat zwischendurch macht er mal ein bisschen Pause. Wow! Okay, wenn er nicht so richtig im Bild ist, dann macht der Chuck, was er will. Sehr gut. Das war keine Pause, das war quasi nur die, das Bällchen holen, um noch mehr nach dir zu werfen. Ja, richtig. Ich hab das gemerkt. Oh nein. Ja gut, der Maulwurf will einfach nochmal testen, habe ich gehört. Och Mann. Okay, wir kommen nicht dazu zu testen. Ups. Daddy. Diese Musik hast du übrigens auch schon in My Little Puzzles gehört. Ja, die hört man recht oft. Das stimmt. Weiß ich, ob es jetzt... Nein, mach Maulwurf, ich bin doch auf der Stelle. Warum... Warum bist du so? Ja, okay, da ist er wieder. Ja, also ich glaube, sich mal kurz umzubringen ist angenehmer, als dann hier versuchen rumzuwursteln. Das macht's nicht. Also das ist kein Break aus meiner Sicht. Ja, es ist eine nicht intendierte Art, das Level zu spielen, welche nicht unbedingt einfacher ist. Richtig. So, also muss ich da langsamer hin, dass der nicht so... Warum? Oh, ich darf da nicht stehen bleiben. Okay. Maulwurf?
du nicht hier so rumzappeln. So ist gut. So, jetzt warten wir hier, bis das Ding wieder runterfährt und dann rennen wir, okay? Renn! Gut. Save State erstmal hier. So. Wo ist meine Save State-Taste? Ups. Nein! Hab ich so lange gewartet, bis er hier. Okay. Nicht wieder runterfallen. So, habe ich meine Save State-Taste gefunden? Ja, gut. Oh nein, jetzt ist der Cooper. Ich hab's verkackt. Ja, das hast du schön treffend formuliert. Kommt der Cooper nochmal? Ja, okay, gut. So, jetzt ist aber alles gut. Hä? Safe State? Hallo? Hä? Oh, ich bin auf meinem Desktop gelandet. Ups. Was habe ich jetzt gedrückt? Okay, keine Ahnung. Safe State. So. Okay, los geht's! Brauche ich die noch oder hätte ich die kaputt machen sollen? Nein, die brauche ich safe noch. Ich verstehe nicht, wofür der Block da ist. Es sieht aus, als ob man sie blocken müsste, die Disco Shell, aber. Nee, ich Wait, die killt mir den Maulwurf. Nee, die muss ja. Aber. Schau den Bildschirm einfach noch 5 Minuten an, dann kommst du schon. Ja, ich check schon. Jetzt. Ja, so nicht. So nicht. So, jetzt muss die da runter, muss aufmachen, dann muss ich die wegschicken und dann muss der Maulwurf hinterher. Ja. Korrekt, da passt. Ja, moin. Ach, jetzt muss ich auf jeden Fall auf den Maulwurf gucken. Los geht's. So. Go! Und tschüss. Oh, das wird jetzt allerdings eine. Ja. Okay, oh mein Gott. Hilfe. Wait, aber dann ist jetzt da oben. Hä, soll der da rein? Jetzt ist er da drin. Ja, du warst ein bisschen zu schnell. Du kannst aber mal nach links und nach rechts scrollen und alles ist wieder gut. Okay. Ach, der ist dafür da, dass der Cooper umdreht, oder was? Ah, der killt mir den Chuck am Ende. Oha, das ist ja. Das ist ja ein richtiger Mechanismus hier. Als ob du einfach nur auf den Mole springen müsstest. Nein, das wäre doch viel zu einfach. So, Hilfe. Oh mein Goodness! Okay. Und wieder rüber. Und jetzt einfach mal ausweichen. Na, Alter! So. Ja, nice. Okay, danke, Yoshi. Gut, dass du da bist. Tschüss. Mehr Eskortierung. Oh, da hätte ich zumachen. Aua. Okay. Nein! So. Das ist doch schon mal ein Teil. Stopp! Kollege, ich weiß gar nicht, ob du da ja schon. Hilfe? Fisch, mach dich mal weg. Ich will meine Shell gerne behalten. Wait, der Maulwurf ist dead. Oh, ich glaube, der ist in die Disco-Shell reingerattert. Die müsste ich dann hier wegmachen. Dann geht's hier durch. Dann. Was der Hall passiert hier alles? Wie soll ich hier rüber? Ah, ich habe eine Shell in der Hand. Ich verstehe. Okay. Nein, nicht so. Ja, Moment, jetzt habe ich keine Disco-Shell mehr in der Hand. Hallo, wieso läuft der einfach? Kann der nicht mal stoppen? Dude, jetzt ist er wieder tot. Ach nee.
Okay, der kommt. Doch, der ist tot. Der kommt wieder. Nein. Oh! Dafür ist die Shell da. Ja, das hat HF herausgefunden. Deswegen liegt die Shell jetzt dort. Ah, das ist ja interessant. Aber ich habe ja trotzdem meine Shell da nach oben verloren. Wie soll ich denn... Ich dachte, ich habe hier noch die Shell, um da drüber zu kommen. Aber habe ich ja gar nicht. Doch, hast du. Dann muss ich diese Disco-Shell anders loswerden. Okay. Oh ja, ja, moin. Natürlich. No! Nein! 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 Das wär's gewesen. Gott. So hier, zack. Jo, was passiert? Ich habe keine Ahnung, was alles passiert. Hilfe! Okay, da sind jetzt mehrere Dinge auf einmal passiert. Oh, hier schon das Ziel. Chillig. Ist ein kurzer Abschnitt. Aber ich habe noch nicht alles richtig gemacht. Also, dann sind wir noch hier. So. So war. Ja, super. Also, soweit muss eigentlich alles. Das ist so. Nein. Nein. Ja. Also, soweit muss eigentlich alles passen. So, jetzt muss ich mal genau. Wow! Da wollte ich nicht rein. Den Raum werden wir noch ein paar Mal sehen, denke ich. I see. Okay, also, ich will die Shell wegschießen. Ich will den Typ wegschießen. Ja, moin. Aber wieso eigentlich den Typ? Den Typ muss ich gar nicht. Ah, doch, weil der die Shell losschickt. Okay. Na gut, dann will ich halt alles wegschießen. So. Ah, dann muss ich hier durchrutschen. Ja, und nachdem ich jetzt noch ein paar Breaks gefixt habe, die Twakes gestern gefunden hat, kann ich dir jetzt auch endlich zuschauen. So, jetzt ist er hier. Ach so. Ach so, er ist das letzte Item für Yoshi. Nee, ist er nicht. Ach so. Ah, nee, mit... Hä? Bin ich doof? Die Münzen! Nee. Ah, jetzt... Hä? Oh, okay. Jetzt springen. Das war nicht so okay, gut. Okay, das war natürlich nicht das beste Timing. Denn wenn du dort zu lange wartest, bringt sich der Maul selbst noch um. Ah, I see. Ups. Ach, Mensch. Nein, ich will beides killen. Danke. So. Nein, die Münze da oben darf ich nicht. Du kannst den Maul auch am Leben lassen, theoretisch. Ah, der läuft da auch so rein, ja. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Oh. Das war nicht so gut. Ach, jetzt check ich, was ich tun soll. Ah. Jetzt muss ich ihn doch einfach nur als Sprungdings benutzen. Nice. So geht das. Gut. Ja, prima. Maul hat sich auch noch umgebracht. Alle Lebensziele erfüllt. Oh, der erste Switch-Palast. Ludum Parum der vierte. Richtig, das vierte Minispiel. Oh. Mit deinen Lieblings-Sprites. Coinsnakes? Natürlich.
Oh je. Okay. Ach, da oben ist eine Coin Snake. Oh, ich muss die sammeln und dann kriegt er hier einen Pilz. Was auch immer das bringt. Weil er wird ja hier. Hä? Okay. Sammel doch einfach mal 26 Münzen. Ich versuch's. Ja, gut. Oh nee, ich muss ja auch noch steuern. Nein! Ja, egal. Machen wir nochmal. Ah, ich spiele einfach zurück. So. Oh nee, oh Gott. Och, du Schande. Das ist noch der einfachste Switch-Plays. Das ist ja ekelhaft. Hilfe, nein. Wie viel brauche ich? 26? Musst du sammeln, ja? 4 ist der Yoshi automatisch. Oh. Ach so, und dann geht der Pilz. Jetzt check ich, was los ist. Dann fährt der Pilz hier durch, weil Yoshi den nicht mehr essen kann. Ah. Wenn du hier schon so große Erkenntnisschwierigkeiten hast, werden die folgenden Puzzle-Level ja besonders lustig. Oh je. Oh, das sieht doch jetzt mal gut aus. Oh je, reicht das? Nein! Käse. Nein! Na! Gleichzeitig das Ding zu steuern und auf dem Ding drauf zu bleiben. Oh mein Gott, ist das schlimm. Oh mein Gott. Ariel, why? Hilfe. Okay, das könnte jetzt gut sein. Ja. Ja, nein. Es hätte gut sein können. Nein. Oh. Ich habe so langsam, hab ich, glaube ich, einen guten Dings raus. Ja, gut. Es geht nur darum, eine Strategie zu finden. Ja, aber gleichzeitig muss man auch noch geschickt sein und auf dem Ding draufbleiben. Oh mein Gott. Auf dem Ding draufbleiben. Ich muss mich ziemlich mittig hinstellen, aber ich werde halt auch an den Rand geschoben. Also, ah. Ja, du musst halt zweimal springen. Wenn es zu sehr an den Rand geht, dann springst du einfach einmal. Dann wirst du nicht runtergeschubst. Oh. Sheesh. Das sind genug. Yes. Friss das. Eine Punktlandung. Oh mein Gott. Du hast es jetzt fast geschafft. Okay. Schade. Evicundi actis labores. Profectus tuus his salus erit oder so. Eigentlich okay. Ist der letzte Satz auch eine Lüge. Ach so. Ja gut, dann habe ich gerade eine Lüge erzählt. Okay. So. Wir gucken noch kurz rein in das Level, aber dann würde ich fast sagen, beenden wir den Part. Dann kann ich nämlich auch gleich hochladen. Dann kriegen wir heute noch einen Part. Ja, du bist ein bisschen hinterher. So, das geht ja schon super los. Oje. Gib dir das einfach fürs nächste Mal auf. Wir gucken mal, wie weit ich komme. Also ich muss hier und dann muss ich... Ah, den muss ich hochstupsen. Ja, das wird sonst wie ein Stundenpart. Conan, hör auf. Okay, ich verstehe. Gut, gut, gut. Dann gibt's das Level nächstes Mal. Und ich lade jetzt ganz schnell die 20 Minuten hoch. Das sollte fix gehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.